Na, hey, ich bin der Jay. Willkommen und willkommen zurück hier bei Black Future 88, der Open Beta, die nach wie vor läuft. Wenn ich mich nicht vertue, ist heute Sonntag. Heute dürfte Sonntag sein. Wir nehmen Hauer, ist okay. Gibt's heute eine Daily? Ne, ist ja Bullshit. Bei mir ist nämlich noch, bei euch ist Sonntag. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, bei mir ist nach wie vor Dienstag vorher. Und wir sehen's hier. Aha, mein Highscore steht. Gibt's jetzt zwischenzeitlich schon? Nee, hat immer noch keiner angefangen. Hat heute immer noch keiner den Daily versucht. Bei mir ist es, wie gesagt, Dienstag, der 28. Mai. Langsam ist es um 12. Ich habe auch ein bisschen Hüngerchen. Nach der Folge werde ich, glaube ich, erstmal was essen. Und, ja. Wollen wir nochmal die Xeox im normalen Lauf probieren? Ich mag sie eigentlich nicht. Ja, toll, und jetzt kannst du nicht mal mehr angucken, wo jetzt die Vor- und Nachteile sind. Weil, also, ich mag sie nicht, weil sie kriegt keine Lebenspunkte, also keine Blutbeute, sie kriegt Stims, die ganze Zeit Stims. Das heißt, es wird nach einer Zeit echt schwierig mit ihr, weil Stims sorgen für Blutvergiftung mehr oder weniger und Abhängigkeit und das kann dann richtig fett in die Hose gehen. Wir versuchen es mal. Ein ganz normaler Xeox-Lauf. Vielleicht liegt es ja auch wirklich bloß an der Daily, dass es so abartig war. Na gut. Wollen wir doch mal sehen. Und die Nächte strömen weiter hinab und sie schützen und verhüllen. Das ist total toll, danke. Ich weiß immer noch nicht, wer es ist, aber ich krieg seine Untertitel nicht ausgestellt. Was ein bisschen nervig ist. Ehrlich, ey. Echt jetzt. Aber was willst du machen? Ich hab's gepostet, dass die nicht ausgehen. Also, es ist eine Beta. Ich gebe Beta-Bug-Reports und so weiter und Suggestions, Suggestions, was heißt denn das gleich wieder? Vorschläge, genau. Und, ja, Verbesserungs-, Erweiterungsvorschläge, Crash-Reports, Bugs und so weiter. Das muss alles gemeldet werden. Ich will ja nur nicht hier Nutznießer davon sein, dass ich nur 8 Euro in der Beta bezahlt habe, um dann nicht mitzuhelfen. Ja, weil einfach nur zocken, das kann ja jeder. Mal von den Let's Plays jetzt natürlich abgesehen, das kann natürlich auch jeder. Aber so eine Beta ist ja nicht umsonst da. Wir wollen ja ein fertiges, schönes Produkt haben. Vor allen Dingen ein passendes. Hier sind 4 Symbole auf der Karte. Warum 4? Ach so, ein Teleporter, ein Ausgang, ein Stim-Händler, wo wir eigentlich mal hingehen könnten. Und ein normaler Händler. True Widow, töte einmal, töte erneut. Verstehe ich immer noch nicht. Aber ich nehm's mal. Ich nehm's einfach mal. Und das Symbol verschwindet, glaube ich, auch nach einer Weile. Warum auch immer? Stims sind mir ein Stim mit 7 Siegeln quasi. Warum bin ich denn jetzt hier runtergefallen? Verstehe ich nicht. Ich habe nicht nach unten gedrückt. Macht sich. Gut, okay. Also bis jetzt kommt sie mir besser vor als sonst. Da haben wir schon wieder den Wellenkeller. Ich muss mir das... Also es gibt noch kein richtiges Wiki. Das ist hier auch so ein bisschen das Problem. Hör auf mich zuzulabern und zeig mir die Karte. Ach nee, da ist ja noch einer. Der Typ geht mir so auf die Eier. Ich meine, ja, ist stimmig und alles, aber warum muss er denn im Weg hängen? Warum muss er denn im Weg hängen mit seiner Textbox? Das ist doch nervig. Die Hunter schaffen es doch auch, ihre Textbox an die Seite zu packen, weißt du, wo es nicht so stört. Aber nein, Kollege Dr. Professor Skymeld hat hier Sonderrechte. So, diesmal ist es... Ein Jäger ist erschienen, Frau Overkill. Frau Overkill hat es auf uns abgesehen. Okay, das war jetzt leider kein Alarmknopf. Ich habe jetzt auf den Alarm eigentlich gehofft, um ein paar Gegner zu farmen. Aber naja... Diese Falle, lass mich raten. Ne, hier hinten geht's wieder nicht weiter. Das war wieder sehr unsinnig. Aber naja, was willst du machen? Wenigstens waren wir hier. Wenigstens sind wir dabei gewesen. So, hier geht's jetzt oben weiter. Das ist noch nicht der letzte Raum. Deswegen gehen wir da direkt mal gucken. Ja, Overkill, ich kann nicht sehen. Da ist er, glaube ich. Ich weiß noch nicht genau, wie die aussehen, aber sieht mir schon sehr, sehr special aus. Das war ein bisschen viel Salve. So eine Rotze aber auch. Okay. Hat's für ein Level gereicht. Tatsache. Die war pur.
Vapeur, Vapower? Spricht man das jetzt französisch aus? Vapeur-Pistole? Oder spricht man das englisch aus wie mit Aua, also unsere Vapower-Pistole? Ich habe keine Ahnung. Die Kugeln dieser schweren Pistole auf jeden Fall hinterlassen eine Spur von explosivem Gas. Die kennen wir ja schon von der Gaspistole her, scheint eine bessere Variante davon zu sein. Okay. Das ist richtig toll. Ja gut, das war's aber auch schon wieder. Gut, gib niemals auf. Wir machen weiter mit Xeox. Da sind wir wieder. Schön, dass wir immer so mit dem Zug ankommen. Wer die Handlung von Black Future 88 nicht kennt, hier, es ist eine dystopische Zukunft, beziehungsweise eigentlich war es eine dystopische Vergangenheit, wo zum Jahr 1988 in, wie soll ich sagen, was ist denn hier los? Was zur Hölle? Wo zum Jahr 1988 hin sich eine KI verselbstständigt hat und es gab Bandenkriege und so weiter. Und dann kam Dr. Professor Skymeld. Ach nee, warte mal, erst gab's eine große Katastrophe mit der fetten Explosion. Und seitdem herrschen bloß noch Bandenkriege, keine Regierung mehr und so weiter. Quasi Dauerrebellion. Wo jeder jeden auf dem Kieker hat. Und dann wurde der Himmel verfinstert, warum auch immer haben sie das gemacht. Wahrscheinlich hatten sie keine Lust mehr auf Sonnenbrand. Oder vielleicht war es wirklich so, wie bei beispielsweise Matrix, wo sie den Himmel verfinstert haben, um die KI zu schwächen. Hat ja richtig gut geklappt, auch bei denen schon. Jetzt hat Skymeld schon wieder Kohlen bekommen. So eine Sau. Und jedenfalls, was ist denn hier los? Okay, der Hebel scheint neu zu sein. Und hier ist auch eine Tür nach rechts. Was ist denn hier los? Okay. Also der Hebel hat auf jeden Fall erstmal was ausgelöst. Hier geht's raus. Hä? Was zur Hölle? Das ist jetzt komplett neu gerade. Verliere ich auch wieder total den Faden. Im Allgemeinen. Da war einfach mal eine Tür mitten im Raum. Das kenne ich auch noch nicht. Und warte mal, wo sind wir denn gewesen? Wo sind wir denn gewesen? Also auf jeden Fall, sie haben aufgehört, die Zeit zu zählen. Im Intro, die deutsche Übersetzung ist, wir haben die Zeit angehalten. Aber im Englischen sagen sie, die haben die einfach nicht mehr weitergezählt. Fertig ist, deswegen war es halt dauerhaft 1988. Und ja. Herr Skymeld, mit seinem Turm, warum auch immer, irgendwie hat er dafür gesorgt, dass alle bloß noch 18 Minuten zu leben haben. Ich glaube, es hängt eher davon ab, dass der mit seinem Turm die Welt zerstören will, sozusagen. Und in 18 Minuten explodiert alles. Also das würde ich eher sagen, dass es daran liegt. Alter, du gehst mir gerade voll auf die Nüsse. Danke, verzieh dich. So, Hotshot hast du liegen lassen. Sehr schön. Tauschen wir doch direkt mal unsere zu aus. Wir könnten auch ein bisschen Leben gebrauchen, ne? Okay, erneuter Optimismus. Ein eingebauter Optimismus. Optimismus, meine Fresse. Jetzt ist aber gut mit den Worten hier. In hohen Kombostufen verbrauchen Waffen keine Munition. Und ja, gut, dann machen wir das. Wir werden zwar nie viel Blut haben. Da das für Xeox anscheinend nicht vorgesehen ist, aber gut, zumindest hat sie auch gerade keine Infektion, sondern nur dieses normale grüne Lebenspünktchen da oben. Ich habe keine Ahnung. Ist mir immer noch so ein bisschen Rätsel, die Stims. Ja, nee, und das ist jedenfalls die Handlung hiervon. Wir versuchen Dr. Professor Skymeld mit seinem Turm hier aufzuhalten, der alle töten will. In 18 Minuten Anfangszeit ist es soweit, jetzt sind es nur noch 13 Minuten 44. Ja, das ist eigentlich die ganze Story, ne? Ich weiß nicht, warum hier Leute drin sind, die versuchen, uns davon abzuhalten, alle zu töten. Keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch an implementierten Chips in uns, weiß ich nicht. Also, Rüstung und Rabatt und generell mehr Heilung wirkt besser. Das wäre schön, wenn Heilung geschmissen werden würde. Wir nehmen mal die Rabatte und dann geht's auch direkt weiter hier. So, wir haben noch keinen Shop gefunden. Hier ist auf jeden Fall noch ein Kämmerlein. So, auch hier kein Shop. Schade. Sehr schade. Oh, der Schuhe-Shot schießt ja richtig schön weit. Das ist ja super, aber hier gibt es auch wieder nichts. Ach,
Also Synthwave, die Musikrichtung hier hat es mir aktuell echt angetan. Also Synthwave, synthetische Klänge, 80er Jahre angehaucht, wer hätte es gedacht hier bei dem Genre, bei dem Spiel, gepaart mit neumodischen elektronischen Beats. Sehr, sehr geil. Und dann, es gibt halt Retrowave und Synthwave. Retrowave ist dann wirklich, oh, das ist ein Händler, alles klar. Ich wollte dich nicht erschießen. Hier gibt's Panzerung, sehr schön. Und eine Munitionsschachtel brauchen wir jetzt gerade nicht so. Hier, das mit der Zeit, das nehmen wir mal, wa? Oh, jetzt brennt unser letztes Herz, das ist nicht so schön. Hast du vielleicht einen Blutbeutel? Nee, toll. Das ist jetzt gerade nicht so toll. Ich glaube, wir sterben gleich. Einfach, weil wir zu gierig waren, was die Stims angeht. Ach, scheiße. Ich lebe noch. Warum lebe ich noch? Ich habe keine Ahnung, ich hatte bloß noch ein Herz, aber irgendwie... ein Herz, weiß schon. ein Lebenspünktchen, aber anscheinend ist das genug. Oder hat nicht gezogen, keine Ahnung. Oder hatten wir Rüstung? Nee, ja, wir hatten Flugpanzerung, stimmt. Stimmt, ausgezeichnet. Sehr gut, ich würde jetzt gerne mal hier irgendwie so ein bisschen Leben bekommen, aber wir wissen ja, bei der Siox wird kein Leben geschmissen. Aber wie heilt man sich denn dann mit ihr? Ist hier gerade so die Frage. Wie heilt sich Siox? Abgesägte Schrotflinte Keramik. Hä? Ist die besser oder schlechter? Wahrscheinlich schlechter. Okay, also auf jeden Fall zielt sie weiter. Das ist richtig toll. Okay, dann mit einem Lebenspünktchen auf zum Boss. Zum Etagenboss. Der schon wieder. Dr. Avalanche. Beamt sich durch die Gegend. Und macht unsere Schüsse, glaube ich, langsamer oder so. Und hat auch eine schöne Schockwelle, der Penner. Außerdem ist mein Blut nicht länger infiziert. Na gut. Level up. Level up. Zeitterminal. Tausche etwas von deinem Blut gegen wertvolle Lebenszeit. Ich hätte aber gern beides. Leben und Zeit. Verdammt nochmal. Aber das ist ja genau das, wofür wir hier eigentlich kämpfen. Na? Weil 18 Minuten Leben, das ist es nicht wert. Oh nee, das ist es schon wert, dafür zu kämpfen. So, eine schaffen wir noch. Aber mindestens eine schaffen wir noch. Ja, Siox, also scheint wirklich an der Daily zu liegen. Ich meine, es ist ein bisschen scheiße, dass keine Blutbeutel gedroppt werden, aber ich wüsste jetzt halt auch nicht, wie man dagegen steuern sollte. Ich meine, das geht ja dann nur, indem man beispielsweise diesen Rettungsanker hat, wo man Lebensenergie dazu bekommt, wenn man durch Sachen durch Salven dasht, aber das kann es ja nicht sein, dass du dich immer darauf verlassen musst, hier dieses Upgrade zu finden halt. Das ist ja doof. Geht tot. Danke. Sehr schön. Oben rechts. Oder unten links. Unten rechts natürlich. Hier gibt's wieder... Okay, einen Kollegen. Wir füttern ihm Blut und bekommen einen Kollegen dazu. Das ist schön. Kannst du mich heilen? Warum nicht? Aber wenn du wenigstens relativ zuverlässig schießen würdest, ist bei mir sehr viel wert. Hier ist mal wieder gar nichts. Das ist toll. Immer wieder nett. Na gut, aber wir sind erkundet. So, dann jetzt nach oben rechts. Also es gibt immer einen Glockenton, wenn eine Minute rum ist, habe ich gerade mal so festgestellt. Habe ich vorher noch nicht so drauf geachtet. Finde ich aber sehr lustig. Nummer 1. Okay, mein Bot schießt fröhlich mit. Wenig effektiv, aber zumindest gibt es mir ein warmes Gefühl, nicht alleine zu sein. Mit meinem Bestreben hier. So, du hast Kunstblut, du hast den Wellenkiller und du hast True Widow. Hauptsächlich synthetisches Blut, pass mal auf. Das heißt ja, wir werden aufgefüllt. Wir werden ein wenig aufgefüllt. Und haben ein infiziertes Gedöns da oben. Also die blubbern, die Lebenspunkte oben links, die sind, glaube ich, getimed. Das heißt, wenn der leer geblubbert ist, gibt es Schaden. Das ist halt der Nachteil an diesen Stims. Ich bin noch nicht ganz schlau daraus geworden, wie man das halt, wie man jetzt die blubbernden Dinger, wie man was daran ändern kann. Weil es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben, wieder Bluttoxikation loszuwerden, Blutvergiftung. Ach Gott, jetzt kann ich wieder nicht schießen da drin, weil die aufgesaugt werden, die Dinger vom Dingens. Also die Schüsse aufgesaugt werden vom Teleport.
Portal. So, Nightpiercer ist schon mal ein schönes Upgrade. In hohen Kombostufen, bla. Okay, wir nehmen Nightpiercer. Es ist einfach mal zu gut. Und dann geht's hier weiter, unten links. Ein bisschen mehr Firepower wäre auch schön, muss ich ja sagen. Haha, meine Drohne oben macht fröhlich mit. Ich bin sehr begeistert. Drohne, Water, Repro. So oder so. Hat er einen Namen? Nee, ich sehe nicht mal, wo er ist. Schade. Kann ich ihn sonst irgendwie anwählen? Nee, ich kann anschießen, aber es will ja keiner. Na gut, unten links lang. Schade. Wäre schön, wenn der so random Namen hätte. Das wäre cool. Muss ich mal vorschlagen. Einfach so einen random Namen, dass man den ein bisschen benennen kann oder sagen kann, nein, Wally. Das wäre total toll. Gut, hier war nur ein Teleporter. Wir haben schon wieder ziemlich wenig Leben. Aber es gefällt mir nicht. Aber wenn keine Blutbeutel droppen, dann bloppen halt keine Blutbeutel. Das war schon wieder scheiße, dass wir den Wellenkiller aufgenommen haben, ne? Und den Wellenkiller. Wie kriegen wir Leben dazu? Hat er gerade meinen Kunden getötet? Na, so eine Scheiße. Hat der gerade mich getötet? Na, so eine Scheiße. Okay, das war wieder durch. Hat's gereicht? Nein. Schade. Nächste ist wieder ein Gewehr, so wie es aussieht. Okay. Munter weiter. Munter weiter. Sehr schön. Ich habe übrigens den Fehler gemacht und angefangen, die Folgen wieder mit Versuchen zu benennen. Das wollte ich eigentlich lassen. Ich meine, ist zwar ganz nett zu sehen, wie viele Versuche wir schon haben in diesem Spiel, so im Generellen. Aber... Ah, scheiße. Aber das mit dem Mitzählen ist mal ein bisschen doof, wenn es mehrere Versuche in einer Folge sind. Also mehr als zwei beispielsweise. Zwei kann ich mir noch merken, einen sowieso. Aber wenn es dann so drei oder vier sind, dann wird das echt anstrengend. Dann muss ich die Folgen direkt nochmal durchgehen. Das ist kacke. Weil die Roguelites, die ich hier halt spiele, da gucke ich mir jede Folge nicht nochmal einzeln an. Ich weiß, was ich für einen Scheiß gelabert habe und ich markiere mir, wenn ich irgendwas rausschneiden muss, wie zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, wie soll ich sagen, ja, plötzlich auftretende Pinkelpausen, zum Beispiel. Aber ansonsten gehe ich eigentlich davon aus, dass ich das so lassen kann, wie es ist, bearbeite den Anfang und das Ende und fertig ist. Das ist die Prämisse dieser schnellen Runden hier. Was nehmen wir denn jetzt? Verdammt nochmal. Höhere Schussfrequenz, nein. Heilung wirkt, ja, komm, nehmen wir Heilung. Ist natürlich doof mit Xeox, aber was willst du machen? Irgendwo muss doch jemand der Vorteil sein. Eine Minute, Blut erhalten. Achso, Blut erhalten. Siehst du, da haben wir zum Beispiel eins, wo wir mal was tauschen können gegen Blut. Das ist schön. Aber man kann sich doch nicht dauerhaft auf sowas verlassen. Was ist denn das jetzt für ein Symbol? Warte mal. Was ist denn das jetzt für ein Symbol hier? Nein, ich wollte nicht dahin. Verdammt. Oh, da stehst du mittendrin. Und jetzt muss ich hier nochmal durch, oder was? Ja, leckt mich doch, das wollte ich nicht. Ich wollte doch nur mal auf der Karte gucken. Ach hier, da, Blutterminal. Okay, das ist einfach ein Blutterminal. Das ist gut zu wissen. Dann gehen wir nochmal oben rechts geht's auch noch lang, meine Fresse. Hat er mich einfach mal in die Falle reingebeamt? Also das ist ja auch nicht schön. Wir haben immer noch diese fucking Standardwaffe, ne? Oh, nehmen wir doch einfach mal die. Wie sieht's denn damit aus? Was hast denn du gedroppt gerade? Den Nadler. Hä? Hatte ich die nicht gerade? Schmeißt sie ihre Waffe weg? Warum schmeißt sie die Waffe weg? Wird die heiß oder was? Das verstehe ich nicht. Nehmen wir doch lieber den Raketenwerfer. Das macht sich doch dann gleich viel besser. So, Elektronenpistole. Und sofort wieder wechseln. Gut. Hier liegen Waffen rum und hier ist ein Terminal und das war's. So, was ist denn hier los? Einmal nichts. Achso, eine Truhe oben in der Mitte. Sehr schön. Die hatten wir schon lange nicht mehr, diese tolle, verführerische Truhe. Was haben wir denn da drinnen? Den Raketenwerfer.
Na, Gott sei Dank habe ich den überhaupt nicht gerade weggeschmissen oder so. Mann, Mann, Mann. So, und hier haben wir wieder Gegner. Schön. Oh ja, meine Lieblingswaffe. Kann ich gar nicht anders sagen. Ein Schuss, ein Treffer. Zumindest am Anfang. Reicht nicht wirklich sehr viel weit, aber es geht. So, hier geht's oben links weiter. Okay, noch eine Runde. Wisst ihr, der ist stärker, der Kollege. Aber der hat ja auch eine rote Umrandung. Ist ja kein Wunder, dass er stärker ist. Scheiße, hat er mich schon wieder erwischt hier. Das gibt's doch nicht. Mann, ey. Okay, Little Brother, kleiner Bruder. Fertig, sehr schön. Der Mikrodoser Little Brother verschießt Hochgeschwindigkeitsgranaten. Oh, Hochgeschwindigkeitsgranaten. Also du kriegst erstens eine Beule und dann explodierst du. Alles klar. Haben wir noch ein Level? Wahrscheinlich nicht. Nee, langsam wird es auch hochlevelig hier. Oh, Level 20 schon im Allgemeinen. Ich bin total stolz auf mich. Na gut, dann ja, wäre es das hier gewesen mit der heutigen Folge Black Future 88. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat gefallen. Bedanke mich fürs Zusehen. Jeden Kommentar, jeden Like, jedes Abo. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich glaube, bei euch ist Sonntag. Das heißt, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis dahin. Tschüss.